Alter. Heftig. Was für ein Fahrt, oder? Heftig. Jo, servus Leute und willkommen zu diesem, ja, extrem wunderschönen sommerlichen Tag mit 28 Grad. Wir haben neue Bikes bekommen vom Propane, die neuen Thais 2020. Wir wollen euch jetzt mit diesem Video zeigen, was an einem Bikes verbaut ist, was für Parts dran sind. Ich habe mir dafür extra die Liste auf dem Handy aufgerufen und ratter euch die jetzt mal runter. Der Rahmen offensichtlich Propane Thai 2020 Carbon. Bei Niklas ist es mit Mint Finish und ich habe Carbon Raw, also einfach nur Gloss Carbon. Vorne angefangen haben wir die RockShox Lyric Ultimate RC2 mit 170 mm Federweg. Im Pro Tan Hinterbau haben wir den RockShox Super Deluxe Ultimate RCT Coil, also Stahlfederdämpfer. Der Antrieb ist ein SRAM Eagle X01 Antrieb. Für einen super leichten Vortrieb sorgen die Newman Evolution SLA 30 Laufräder in 29 Zoll. Genau die restlich verbauten Parts sind einerseits jetzt aktuell noch die Bremsen, sind die SRAM Code. Wir hoffen, dass wir bald wieder die Magura MT7 dran haben. Und der Sattel, der Lenker, Vorbau, kommen alle von Sixpack. Lenker haben wir hier den Millennium mit 805 mm Breite und 20 mm Rise. Den Vorbau Sixpack Vertic 50 mm Länge. Die Reifen kommen von Schwalbe. Hatten gestern auf der Fahrt super viel Grip damit. Ich übergebe jetzt mal an den Niklas, weil der möchte euch auch noch ein paar Worte sagen. Ja gut, Eike, ein bisschen übertrieben vielleicht mit ein paar Worte oder ein paar Sätze zu erzählen. Ich habe eigentlich nicht mehr so viel zu erzählen, du hast eigentlich alles gesagt. Deswegen, ja, das war alles zur Theorie von den Bikes. Wir machen jetzt weiter mit einem kleinen süßen Vlog, schnappen uns die GoPros und gehen auf die Trails. Ich hoffe, wir schaffen noch zwei Berge, das war richtig cool. Und ja, Wetter ist sonst lieb, also let's go. Geht es gut? Heute Betrieb. Verkauf. Dann.
Oh. Alright, Freunde. Haut mal die Kommentare, wie euch die neuen Bikes gefallen und ja, wie hat euch das Video gefallen. War ein geiler Tag. Wir waren tatsächlich etwas spät dran beim letzten Bike, hätte ich nicht gedacht. Ich hoffe mal, ihr kennt noch was auf den Aufnahmen. Wir hoffen sehr, euch haben die Abfahrten gefallen. Wir hoffen sehr, ihr seht noch was bei der zweiten Abfahrt. Und ja, bis zum nächsten Video, oder? Oh ja. Ciao, stay in touch.